Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Titus: Mein Dienst als Apostel soll dazu beitragen, dass die Wahrheit erkannt wird. Die Wahrheit, durch die wir die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Schon vor Beginn der Welt hat Gott das ewige Leben versprochen. Gott, der nicht lügt. Aus dem Brief an Titus, 1. Kapitel, die Verse 1 und 2. Manchmal stolpere ich, sinnbildlich gesprochen, beim Bibellesen. Gott, der nicht lügt. Natürlich lügt Gott nicht. Wie kann Paulus auf den Gedanken kommen, das so schreiben zu sollen? Paulus schreibt an Titus, der auf Kreta das Evangelium verkündigt und auf dieser Insel die ersten christlichen Gemeinden gegründet hat. Und diese Gemeinden sind in einem bestimmten kulturellen Kontext entstanden. Und in diesem Kontext geht es um Wahrheit und Lüge. Ein paar Sätze weiter macht Paulus das in seinem Brief an Titus deutlich. Er zitiert einen Schriftsteller aus Kreta. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner. Dieses Zeugnis ist wahr. Verse 12 und 13 im ersten Kapitel. Unter Mathematikern ist das einer der bekanntesten Sätze aus der Bibel. Das Kreta-Paradoxon, ein logisch nicht lösbares Problem. Wenn ein Kreter behauptet, alle Kreter sind Lügner, sagt er dann die Wahrheit? Aber dann, wenn er die Wahrheit sagt, ist er, der Kreter, ja kein Lügner. Lügt er aber? Ja, was dann? Aber kommen wir zur Kultur zurück. Diese Aussage, Kreter sind immer Lügner, klingt ja wie eine Diffamierung. Das ist es aber nicht. Es gibt nämlich Kulturen der Lüge, in denen derjenige das höchste Ansehen hat, der die anderen am geschicktesten hinters Licht führt und betrügt. Und genau solch eine Kultur herrschte damals in Kreta. Und sie war aufs Engste verknüpft mit der einheimischen Religion. Da gibt es zum Beispiel den Palast von Knossos, der damaligen Hauptstadt von Kreta, mit dem berühmten Labyrinth. Da hat man Gäste eingeladen und sie durch diese Gänge geschickt, und die fanden hinein und dann fanden sie nicht wieder heraus. Eben das Labyrinth, in dem man sich verirrt. Und die Götter, die auf Kreta verehrt wurden, die haben sich gegenseitig und die haben die Menschen belogen und betrogen. Und ihr Oberster wurde auf Kreta ganz besonders verehrt. In einer religionsgeschichtlichen Untersuchung über diesen höchsten Gott Kretas und der Griechen überhaupt heißt es, er war berüchtigt für Täuschung und Betrug. Jetzt gab es viele Christinnen und Christen auf Kreta, die gerade erst zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Und die hatten bisher in einem religiösen Umfeld gelebt, das Götter verehrte, die logen und betrogen. Und diese im Glauben jungen Christen konnten nun mit Staunen erkennen, der Gott, an den sie jetzt glaubten, ist der Gott der Wahrheit. Er ist ein Gott, der nicht lügt. Er meint es gut mit den Menschen. Ja, Christen können sich vertrauensvoll an ihn als den guten Vater im Himmel wenden. Und das ist möglich, weil er seinen Sohn Jesus zu unserer Befreiung auch aus einem solchen kulturell-religiösen Lug und Betrug zu uns auf die Erde gesandt hat. Jesus Christus, der spricht, ich bin die Wahrheit. Jesus Christus, den Petrus mit einem Zitat aus dem Buch Jesaja so beschreibt, er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Man kann auch übersetzen, über dessen Lippen nie List und Betrug kamen. Und genau diese Erklärung brauchten die Christinnen und Christen auf Kreta. Und diese Botschaft brauchten die Menschen, die noch nicht an Jesus Christus glaubten, auch dort auf Kreta. Denn deren Kultur war von Lug und Trug geprägt und die brauchten die Botschaft, unser Gott ist der wahre Gott. Er ist ein Gott, der nicht lügt. Wir beten, guter Gott, Vater im Himmel, leite uns in deine Wahrheiten, lass uns deinen Sohn erkennen, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Und lass uns auch immer nach der Wahrheit streben in dem, was wir denken und sagen. Wir bitten dafür um deinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Shalom, seinen Frieden. Amen.